Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die Mods vorstellen, die ich benutze, denn ich wurde in letzter Zeit häufiger mal gefragt, was ich denn eigentlich so installiert habe in meinem Spiel. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich würde behaupten, wir fangen mit den Create a Sim Mods an, denn da habe ich nicht so viele. Zum einen habe ich nämlich hier die More Columns Mod. Ich werde euch alle auch in der Beschreibung verlinken. Das zeigt halt, dass ich hier mehr haben kann. Ich habe 4. Man kann aber auch 3 und 5 haben, glaube ich. Und ja, ich komme mit 4 aber am besten zurecht irgendwie. Und deswegen habe ich halt 4. Deswegen werden mir halt immer 4 Reihen angezeigt, anstatt nur 2, wie im Spiel selbst. Und außerdem habe ich die More Preset Mod. Ich habe übrigens viele CC-Augen, falls ihr es noch nicht wusstet. Deswegen sieht das hier gerade so aus. Wir gehen am besten einfach mal woanders hin, wo das nicht so aussieht. Genau. Hier habe ich nämlich unendlich viele Presets, damit ich halt einfach ein bisschen Variation damit reinbringen kann, wenn ich mal auf Random drücke und daraus ein Sim erstellen möchte. Dann habe ich noch eine Mod, die mir halt erlaubt, dass ich halt andere Namen noch haben kann. Also englische Namen etc. etc. Ich werde das gleich resetten, deswegen alles gut. Ja, dass ich einfach eine größere Auswahl habe, wenn ich hier auf Random drücke. Das müssten alle Mods gewesen sein, die ich für den Create a Sim installiert habe. Dann die größte Mod, die ich installiert habe, ist wahrscheinlich der Slice of Life Mod. Ich habe eine Übersetzung drin, aber die Sims haben dann zum Beispiel hier Persönlichkeitstraits. Die können ein Selbsttechtelmechtel haben, wenn sie aufs Bett klicken. Moment, hier Selbstliebessitzung. Ich habe eine neue Übersetzung runtergeladen, weil es ja ein Update gab. Und ja, anscheinend heißt das hier nicht mehr Selbsttechtelmechtel, aber ich würde es trotzdem so nennen. Es gibt ein Erinnerungssystem. Und ich denke, das sind so die größten Sachen, die halt dazukommen. Man kann halt dann hier auch hier Sachen machen, verschiedene Sachen einstellen etc. Man kann Akne bekommen, man kann random Anrufe bekommen etc. 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 Und es ist eine riesengroße Mod und ich liebe sie so, so sehr, weil sie sehr viel Realismus ins Spiel bringt. Und vor allem auch ein bisschen Variation unter den Sims selber und im Gameplay. Eine weitere große Mod ist natürlich der MC Command Center, den ich unfassbar liebe. Ohne den könnte ich auch gar nicht mehr leben. Denn ich habe sehr viele Einstellungen, wie zum Beispiel, dass Teenager mit Erwachsenen was haben können und so. Nee, sowas habe ich halt dann eingestellt und man kann halt einfach unfassbar viel einstellen, dass halt Cheats irgendwie immer an sind und sowas. Keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus, aber man kann unfassbar viel einstellen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, jeder sollte den MC Command Center Mod benutzen, denn wie gesagt, also man kann halt alles damit machen und I love it. Dann habe ich den Post Player installiert, den man hier sieht. Und da kann ich dann jetzt zum Beispiel einfach, ich habe halt ganz viele Posen dafür installiert gehabt, beziehungsweise habe ich installiert. Und dann kann ich einfach drücken und dann wähle ich zum Beispiel diese Pose hier aus und dann führt sie diese Pose aus. Wenn das jetzt funktioniert, warte, ich drücke das weg, dann müsste sie die Pose eigentlich einnehmen. Moment, ich stelle sie mal dahin und wähle das nochmal aus. Ich hoffe, dass das nicht kaputt gegangen ist durch das Update, weil das wurde schon seit Get Famous nicht mehr geupdatet und ich weiß nicht, ob das jetzt noch passiert, aber jetzt sollte sie es einnehmen. Genau. Und dann nimmt sie die Pose ein. Ja, so funktioniert das auf jeden Fall. Und passend dazu habe ich den Teleport Any Sim Mod installiert. Dann gibt man hier einfach Teleport ein. Und dann kommt man zum Sim Teleporter Destination. Und dann hat man dieses Ding hier und stellt das dann hier hin, wo man halt dann möchte. Kann man auch auf Couches oder so stellen und dann kann man halt einen Sim dahin teleportieren oder halt sogar aus der kompletten Welt einen dahin schicken. Das nutze ich halt hauptsächlich für Thumbnails und Screenshots, die ich halt einfach auch während meinem privaten Spiel mache. Dann habe ich von Little Miss Sam eine Mod installiert, wo man einen Babysitter engagieren kann. Ich weiß gar nicht mehr, was genau es so besonders gemacht hat. Ich habe es bisher noch nicht so wirklich genutzt, aber ja, es ist halt auf jeden Fall nochmal ein anderer Service, als man eigentlich einen Kindersitter engagiert. Und ich denke, es ist einfach besser. Dann habe ich eine Mod, wofür man den Schreinertisch braucht. Diese Werkbank hier.
Dafür muss ich aber ein höheres Level haben, um das machen zu können. Ja, also sie kann ja das mal kurz anfangen, damit sie dann die Fähigkeit hat. Dann kann ich euch nämlich gleich auch noch eine weitere Mod vorstellen. Denn jetzt seht ihr, sie hat Geschicklichkeit Level 1 gerade. Und wenn ich Rechtsklick mache, dann kann ich einfach auswählen, welches Level sie in dieser Fähigkeit haben soll. Das kommt durch UI Cheats Extension. Und damit kann man auch die Bedürfnisse hoch oder runter machen, je nachdem. Das kann ich euch gleich nochmal demonstrieren. Aber wir machen jetzt erstmal das Level hoch. Und dann werfen wir mal kurz die Schnitzerei. Und können hier auf Handwerken drücken und dann zum Beispiel Magie auswählen, Möbel. Und dann sind hier ganz viele Sachen, die man eigentlich nicht herstellen kann. Und ich finde das total toll. Und deswegen dachte ich, ich werde das installieren, weil das ist schon ziemlich cool, die Sachen halt richtig selber herstellen zu können. UI Cheats Extension, man sieht, sie muss pipi. Aber man kann einfach drücken und dann ist es wieder voll. Oder man macht es halt wieder niedrig. Je nachdem, wie man halt das möchte. Man kann da auch, glaube ich, das Geld hier verändern. Und ich glaube auch die Zeit. Genau. Ich glaube, es geht noch mehr, aber das nutze ich auf jeden Fall nicht. Dann habe ich eine Mod für Kinder. Denn sie arbeitet ja hier gerade an ihren Hausaufgaben. Und man kann jetzt auswählen, nicht nur Hausaufgaben machen, sondern dass sie halt auch wirklich was dabei lernt. Nämlich die vier Fähigkeiten, die ein Kind dabei hat. Als Teenager hat man nochmal andere Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel, dass die Raumfahrtechnikfähigkeit hochgeht oder sowas. Das könnt ihr euch ansehen in meiner Baby-Challenge, da nutze ich das natürlich regelmäßig. Ja, ich finde das total toll, denn die Kinder lernen ja auch was dabei, wenn sie ihre Hausaufgaben machen. Deswegen finde ich es auch einfach nur realistisch. Und es lohnt sich, dass die Kinder Ewigkeiten an diesen Hausaufgaben sitzen. Dann habe ich eine Mod installiert, dafür bräuchten wir eigentlich ein Tier. Da kann man für eine bestimmte Zeit in den Rabbit Hole gehen, um mit dem Tier Gassi zu gehen. Dann, weil manchmal, wenn man die Solos schickt, dann machen die ja kein Pipi oder so. Und das ist halt ein bisschen doof. Da passiert das auf jeden Fall. Und ja, das ist halt der Vorteil dabei. Wenn ein Feiertag ist, wo man Kostüme braucht, zum Beispiel habt ihr euch beispielsweise Halloween erstellt, dann kann man mehrere Kostüme auswählen, wenn ihr die Were More Costumes Mod habt. Die ich total toll finde auch, die ich euch jetzt gerade aber nicht demonstrieren kann. Aber die ist super toll, weil wenn ihr so das macht und habt ihr kaum Kostüme zur Auswahl und da habt ihr halt einfach fast alle aus dem Spiel und das ist sehr, sehr gut. Und die letzte Mod, die ich noch installiert habe, dafür, da geht es um diese Murphy Beds, beziehungsweise, wie heißen die? Wie heißen die in, hier in Deutsch? Die Schrankbetten. Denn die können ja euren Sim töten. Und das passiert ziemlich häufig tatsächlich. Und da muss ich schon sagen, das ist schon doof. Deswegen habe ich eine Mod installiert, wo man einfach nicht sterben kann an Schrankbetten. So, und das müssten jetzt alle Mods gewesen sein, die ich installiert habe. Meinen ganzen Custom Content und so zählt natürlich nicht dazu. Es geht nur um große Mods oder halt auch kleinere Mods, je nachdem. Ich werde euch alles verlinken. Könnt ihr euch dann angucken und vielleicht auch downloaden, wenn ihr Interesse habt. Und ja, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!